An der jetzigen Stelle könnte man jetzt sagen, ja, Querstromverhältnis schön und gut, aber im Prinzip kann ich ja auch einfach aufwendiger rechnen und muss mir dann um das Querstromverhältnis gar keine großen Gedanken machen. Das Querstromverhältnis ist nicht nur relevant, um hier irgendeine Näherungsformel zu benutzen, sondern noch für ganz andere Dinge. Dazu gehen wir nochmal in den Dimensionierungsvorschlag 2, den wir von euch bekommen hatten. Da war der obere Widerstand bei 13,4 Kiloohm und der untere bei 22 Kiloohm. Wir hatten das auch schon simuliert und hatten in der Simulation gesehen, dass ungefähr ein Basisstrom von 67 Mikroampere fließt und durch den R2 auch ein Strom von ungefähr 67 Mikroampere fließt. Das hatten wir auch in der Rechnung angenommen, also nicht wir, sondern derjenige Schüler, der es erfunden hat. Der hatte nämlich in seiner Rechnung gesagt, naja, ich setze jetzt einfach mal IR2 gleich IB und sorge einfach mal dafür, dass hier gleich viel Strom fließt wie da und damit hier das Doppelte. Das heißt, er hat eigentlich damit ein Querstromverhältnis von 1 festgelegt. Und wir sehen auch hier, ne, das ist ungefähr gleich und insofern ist das hier das Querstromverhältnis 1. Wir sehen halt, die Schaltung funktioniert. Jetzt kommt das große Aber, und das ist ein Aber, das musste man definitiv nicht vorher sehen oder so, sondern darum geht es ja jetzt gerade. Wie sind wir überhaupt auf diese Schaltung nochmal gekommen? Wir springen jetzt nochmal ganz, ganz weit zurück in der Denke, und zwar haben wir doch eigentlich diesen Emitter-Widerstand hier überhaupt erst eingeführt, um einen Arbeitspunkt zu stabilisieren. Wir hatten doch mal irgendwann das Problem, dass die Stromverstärkung von diesem Transistor gigantisch schwankt. Also dass die von 200 irgendwie bis 800 durchaus stark schwankt und dass man das irgendwie in den Griff kriegen musste. Wir hatten das in den Griff bekommen, indem wir hier diesen Emitter-Widerstand eingefügt haben und gesagt haben, wenn wir hier jetzt an der Basis gegen Masse eine einigermaßen konstante Spannung haben oder wenn wir da eine konstante Spannung haben, dann fallen hier 0,7 Volt über der Basis-Emitter-Strecke ab und damit ist eigentlich auch die Spannung über diesem Emitter-Widerstand fest und damit ist der Strom auch fest und damit der Kollektorstrom. Das war die Idee ursprünglich unserer Spannungsstabilisierung. Jetzt haben wir aber ein Problem und das sehen wir in folgender Simulation. Hier bin ich nämlich jetzt nochmal hingegangen und habe dreimal die gleiche Schaltung aufgebaut. Wir sehen es hier an der Dimensionierung, ne? Überall ist dasselbe. Das Einzige, was ich wieder verändert habe, und das habe ich ja in einem früheren Video schon mal gemacht, ich habe die Stromverstärkung des Transistors variiert. Hier die liegt ungefähr bei ja, knappen 300. Hier habe ich sie deutlich runtergesetzt und hier habe ich sie deutlich hochgesetzt. Und das ist ja durchaus was, was wieder passieren kann. Ne? Also wir könnten jetzt durch Serienstreuung wieder einen Transistor haben, der ja vielleicht eine etwas kleinere Stromverstärkung und eine etwas größere Stromverstärkung hat. Und was ich hier genommen habe, ist 200 für diesen hier und 800 für diesen hier. Das heißt, das ist laut Datenblatt durchaus möglich. Und wenn wir jetzt mal simulieren, dann sieht das Ganze nicht mehr so schön aus. Dann sehen wir, dass hier alles gut ist. Und das ist die gleiche Schaltung wie vorher. Also wir haben das hier drauf quasi dimensioniert. Wir sehen jetzt aber, wenn die Stromverstärkung sinkt, dann haben wir hier keine 1,5 Volt. Wir wollten hier 1,5 Volt haben. Wenn wir hier 1,5 Volt hätten, würden auch ungefähr 20 mA fließen. Hier sehen wir, wir haben 1,3 Volt. Damit fließen durch die Dioden nicht mehr 20 mA, sondern nur noch, ja, nicht mal 15. Das ist ja schon merklich weniger, ne? Das sind 25% weniger. Das ist nicht gut. Des Weiteren sehen wir hier auch, dass plötzlich das Querstromverhältnis nicht mehr 1 ist. Dadurch, dass sich jetzt die Stromverstärkung des Transistors geändert hat, fließt jetzt deutlich mehr Strom durch die Basis und dafür deutlich weniger Strom durch den Widerstand R2. Andersrum, wenn ich die Stromverstärkung des Transistors größer wähle, dann fließt plötzlich deutlich mehr Strom am Kollektor. Das will ich ja nicht haben. Ich will ja, dass der ungefähr bei 20 bleibt. Hier sind wir jetzt immerhin schon bei 23. Ja, es ist auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen mehr. Und wir sehen hier, die Spannung ist auch nicht bei 1,5, sondern bei knapp 1,7. Die geht also auch hoch. Und hier sieht man auch, dass das Querstromverhältnis nicht mehr 1 ist. Also nicht so, wie wir es eigentlich haben wollten. Kurzum, die Schaltung ist jetzt plötzlich wieder durch diesen Spannungsteiler sensibel geworden für die schwankende Stromverstärkung. Und das war ja eigentlich mal genau das, was wir in den Griff kriegen wollten und nicht haben wollten. Deswegen bin ich jetzt nochmal hingegangen. Deswegen bin ich jetzt nochmal hingegangen und habe die Widerstände nochmal deutlich kleiner gemacht. Ich habe jetzt das Querstromverhältnis hier angepasst. Ich simuliere nochmal eben.
Ich habe das Querstromverhältnis angepasst. Ich bin jetzt bei einem Querstromverhältnis von ungefähr 14. Wie man hier sehen kann, also die Widerstände sind deutlich kleiner. Vorher waren hier 13 Kilo Ohm und hier unten irgendwas um die 22. Jetzt habe ich hier 1,6 und 1,5. Ich bin hingegangen und habe jetzt einen Strom hier, einen Basisstrom von 71 Mikroampere und einen Strom durch IR2 von ungefähr 1 Milliampere. Wenn man das Querstromverhältnis jetzt mal ausrechnet, dann haben wir hier ein Querstromverhältnis von 1 mA geteilt durch 0,071 mA. Und das sind ungefähr 14. Also wir haben jetzt ein Querstromverhältnis von 14. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Simulation gucken und nochmal gucken, wie sich jetzt die unterschiedlichen Stromverstärkungen auswirken, dann stellen wir hier fest, obwohl ich eine deutlich kleinere Stromverstärkung habe, liegen hier wieder ungefähr 1,5 Volt und da hier ungefähr 1,5 Volt liegen, fließen auch ungefähr wieder 20 Milliampere. Es sind 19, irgendwas, aber es ist auf jeden Fall ziemlich nah an 20 dran. Das gleiche Spielchen hier, die Spannung hier liegt auch bei ungefähr 1,5 Volt, also jetzt 1,56, ein bisschen mehr. Und es fließt auch ein bisschen mehr Kollektorstrom, aber ne, statt 20 Milliampere, die eigentlich fließen sollen, fließen jetzt 20,7. Also das ist durchaus völlig im Rahmen. Ne? Bei der Idealdimensionierung fließen jetzt hier 20,2. Also das heißt, wir sehen dadurch, dass wir ein größeres Querstromverhältnis haben, also dadurch, dass wir hier kleinere Widerstände benutzen, dadurch, dass hier mehr Strom durchfließt, ja, hat wiederum die Stromverstärkung des Transistors keinen großen Einfluss. Das ist auch relativ leicht zu erklären, denn wenn ich einen festen Kollektorstrom annehme, und sage, die Stromverstärkung variiert stark, dann variiert dieser Basisstrom stark. Wenn aber dieser Basisstrom hier stark variiert, dann ändert sich hier immer diese Belastung des Spannungsteilers. Wenn ich also dafür sorge, dass ja, dieser Strom hier, der oben reingeht in den Spannungsteiler, deutlich, deutlich, deutlich größer ist, dann interessiert mich auch dieser leicht variierende Basisstrom nicht mehr. Das ist die Erklärung, warum das Ganze hier funktioniert. Und das ist auch der Grund, warum man hier immer ein gewisses Querstromverhältnis einstellen sollte. Jetzt könnte man wieder hingehen und sagen, naja gut, wenn das mit dem Querstromverhältnis so toll ist, dann nehme ich halt ein ganz, ganz großes, aber dann komme ich irgendwann wieder an den Punkt, wo hier zu viel Strom fließt. Also beziehungsweise zu viel Strom für so einen GPIO-Pin. Wir sehen, jetzt fließt hier ein Milliampere, unwesentlich mehr mit dem Basisstrom noch dazu. Das heißt, hier oben fließen ungefähr 1,1 Milliampere und damit kommt der GPIO-Out hervorragend zurecht. Wenn ich jetzt wieder hingehe und diese Widerstände hier erheblich kleiner mache, dann ja, steigt der Strom hier wieder. Das heißt, man kann sich so grob als Faustformel merken, dass ein Querstromverhältnis von so ungefähr 15 schon wirklich sehr, sehr gut ist und eigentlich für alle praktischen Belange reicht. Das ist nicht in Stein gemeißelt, manchmal reicht auch ein Querstromverhältnis von 10. Das hängt letztlich immer davon ab, wie stark dieser Transistor hier streut. Es gibt Transistoren, die haben extrem schwankende Parameter und es gibt relativ stabile Transistoren, die schwanken halt nicht so stark. Und je nachdem muss ich hier das Querstromverhältnis ansetzen.